So, hier ist wieder der Alexander von Finder 2018. Ja, und heute haben wir das Thema Unterschriftenschablone drucken. Ja, wie macht man sowas und warum sollte man das eigentlich tun? Letzte Woche, Montag, war halt Tag der Sehbehinderten, der Sehbehindertentag, wie jedes Jahr. Und vor allen Dingen ist es eigentlich auch so, wenn die im Alltag was unterschreiben sollen. Ja, ich kann natürlich auch den Finger nehmen, so drauflegen, dann können die runterfahren und ich kann da draufpacken. Und dann können die dann schreiben. Aber ich denke mal, Selbstständigkeit ist immer gut. Und dann denkt man natürlich im ersten Augenblick, ja, Sehbehinderte, Leute mit eingeschränkten Sehen. Ja, wenn ihr zum Beispiel in meinem Augenoptikgeschäft arbeitet, da gibt es mal immer was zu unterschreiben, zum Beispiel ein Rezept für eine Lupe zum Beispiel. Oder ihr arbeitet mit Sehbehinderten zum Beispiel, weil ihr Mobilitätstrainer seid. Sorry, das heißt ja auch da eine Fachkraft für Rehabilitation im Blinden- und Sehbehindertenbereich. Oder ihr arbeitet in einer Bank, wo halt eine Kundin kommt, die schon etwas älter ist und eingeschränkt im Sehen ist. Die ist vielleicht dankbar, dass sie sowas benutzen kann. Ich zeige euch nicht nur, wie man das Ganze druckt, sondern ich zeige auch euch nachher die Anwendung. Jetzt dazu kommen, wie man das Ganze druckt, ist natürlich das Material auch wichtig. Ich kann das natürlich halt auch aus einem PLA-Material machen. Das ist natürlich zwar schön, aber ich würde ein bisschen vorsichtig sein, weil das relativ dünn ist, dass es nicht durchbricht. Ich kann natürlich auch ein Material nehmen, was C-elastischer ist, zum Beispiel. Oder ich nehme ein Material, was gleich noch antibakteriell ist, was zum Beispiel Silber oder Kupfer enthält, wie zum Beispiel von Copper 3D. Das Material, das gibt es halt in drei Farben, unter anderem auch Rot. Rot ist meistens immer gut zu sehen. Und alles, was darauf lebt, auch das Coronavirus, ist nach Aussagen des Herstellers in 24 Stunden tot. Das heißt, solltet ihr das Ganze nicht so häufig haben, braucht ihr praktisch halt keine Angst haben, dass da noch irgendwas zurückbleibt. Ihr braucht halt nicht so lange warten, um es wieder zu benutzen, sondern innerhalb von 24 Stunden hat sich alles darauf erledigt. Wo ihr das Material herbekommt, seht ihr nachher in dem Link, den ich euch reinschicke, einsetze in die Beschreibung des Videos. Es ist ja auch wichtig, das Ganze nicht nur zu drucken im PLA, weil dann könnte es ja durchbrechen. Dann kann ich natürlich ein Material nehmen, was C-elastischer ist. Geht natürlich auch. Da gibt es ja diverse Auswahl. Aber es gibt natürlich auch Materialien, die antibakteriell sind, weil sie eben Kupfer enthalten oder eben halt auch Silberionen. Wenn ihr das drucken wollt, würde ich halt vorziehen, eine gehärtete Düse zu nehmen, damit ihr halt eure Kupferdüse nicht ruiniert. Ja, und welches Material würde ich jetzt nehmen? Also ich würde, oder ich habe hier für von Copper 3D das Material genommen. Und ich setze euch nachher den Link, wo ihr das bestellen könnt, halt auch direkt oben in die Beschreibung des Videos und natürlich auch den Link von dem Design dieser Unterschriftenschablone. Das Design habe ich mal entwickelt und ich wünsche euch dann viel Spaß beim Drucken und ich zeige euch die Anwendung und natürlich auch das Drucken. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie man die Karte vernünftigerweise auch einsetzen kann. In dem ersten Video seht ihr das Ganze halt, wenn man halt normal sehen wäre, wie das aussieht. Und im zweiten Video ist es so, könnt ihr selber mal sehen, wie das aussehen könnte, wenn man eben eingeschränkt im Sehen wäre. Als Beispiel jedenfalls gedacht. Als allererstes natürlich braucht man einen passenden Stift. Und da hat sich ein Gierstift bewährt oder ein Bohrschreiber, weil der nämlich schön gleichmäßig schwarz oder eben dementsprechend halt auch blau schreibt. Und bei der Schablone kann ich mit dem Stift dann reingehen und dann so hier drin schreiben. Also ich habe sozusagen Anschlag nach oben und nach unten und natürlich auch nach rechts und links. Das muss ich zwar ein bisschen üben, aber ich kann das sowas ins Portemonnaie packen
und habe dementsprechend immer eine Unterschriftsschablone dabei. Das Format passt jedenfalls wirklich in jedes Portemonnaie rein. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das drucken kann. Erstmal müssen wir uns das natürlich runterziehen und ich habe das Design mal selber gemacht. Also können wir bei Thinkiverse gucken. Ich gebe euch den Link, wie gesagt, nachher in die Beschreibung natürlich noch mit rein. Und schauen wir erstmal bei den Files, was würde ich nehmen. Ich würde jetzt Rentner 3 nehmen, downloaden. Und wenn er fertig hat, gehe ich mal in den Ordner anzeigen. Und ja, ich möchte das diesmal im Simplify machen, in dem Slicer, also öffne mit Simplify, das wird jetzt einen Moment dauern. Wir können das jetzt zumachen, wir machen das hier unten bei der Simplify auf. So, da ist es. Okay, wir sehen, das hat schön auch diese Kante oben. Und wie drucken wir das als erstes? Wir sehen erstmal hier oben, Modell ist drin, Progress 1 zum Beispiel. Dann sagen wir erstmal, das ist schon mal schön, Prozesseinstellung bearbeiten. Okay, ich habe festgestellt, also eine Düsenbreite von 0,42 mm ist recht gut. Ich habe jetzt hier Düsendurchmesser von 0,4, also eine Standardgröße, und ich möchte ganz gerne einen Ruckzuck haben von, sagen wir mal, 1,3. Schichten, ja, ich möchte ganz gerne ein bisschen feiner haben, praktisch halt auch. Und ich will drei Umfänge haben, also wie das hier schon eingestellt ist, braucht man da ungefähr 7 Schichten. Wie kommen wir da hin? Erstmal vom Umfang her 0,4 mm mal 3 macht 1,2 mm und das müssen wir natürlich halt auch oben und unten erreichen. Dann sagen wir jetzt Ergänzung. Und ich will ganz gerne halt eine Wurst drumherum haben, also ein Skirt. Und dann sagt er, okay, da muss ich das auf einzelnen Schürzen schichten. 3 mm Abstand möchte ich haben und ich möchte eine Korrektur haben. Vom Infield her möchte ich nicht 100% haben, ich sag mal 25 halt auch. Und ich möchte Recroll haben oder also Linien haben. Stützen brauche ich nicht, das kann ich hier rausnehmen. Temperatur, ich zeige euch bei Gelegenheit nochmal, wie man dann einen Temp Tower druckt. Bei diesem Material lege ich halt bei 195 Grad. Schön ist es immer, wenn man das nicht jeden Tag druckt, wenn man sich auf die Rolle gleich noch einen Aufkleber drauf klebt und drauf schreibt, bei welcher Temperatur man das Ganze druckt. Und bei mir ist es 105 Grad. So, Sollwert hinzufügen. Für die erste Schicht, das ist ein bisschen wenig. Die erste Schicht, 105, wollen wir ja ein bisschen mehr haben, also 110. So, dann sollte man das natürlich vorher erstmal entfernen. So, bei der zweiten Schicht möchte ich dann schon 205 haben, die endgültige Druckgeschwindigkeit, Drucktemperatur.
hinzufügen. Abkühlen lassen, kann ich so lassen. Geko brauche ich nicht. Geschwindigkeit, ich habe drauf geguckt, höchstens bis 50 mm pro Sekunde mag das Material, ist immer wichtig, auch wegen, auch gucken, in welchen Bereich habe ich von Temperatur, ich auch hier drin. So, das kann ich jetzt alles so lassen. Und ich drücke jetzt mal auf OK. Dann sage ich auf Druck vorbereiten. Dann sehe ich als erstes, dass er mir ein Skirt drumherum gemacht hat. Dann kann ich dann auch mal gucken. Ich kann dann hier einfach mal schauen, wie sieht es denn aus, wenn er anfängt. Das sieht schon mal gut aus. Ich kontrolliere das auch immer, ob ich nicht irgendwie Lücken habe. Und wie es dann im Drucker aussieht, wenn er druckt, kann man hier schön sehen, indem ich einfach mal auf Play drücke. Das war's schon. Man sieht auch, so eine Karte braucht nicht viel Material. Material, Rohfadenlänge, keine 2 Meter. Ja, Druckzeit sagt er ungefähr 45 Minuten. Das heißt, so viel ist das nun auch nicht. Ich kann natürlich halt auch sagen, ich möchte mehr von den Dingen andrucken. Dann gehe ich jetzt zurück. Und gehe jetzt hier mit meiner Maus, geht das jetzt nicht, dann gehen wir jetzt mal hier hin und sage Modell duplizieren. Ich möchte jetzt noch 3 andere haben. Ich stelle mir jetzt 3 andere hin. Och, ich entscheide mich, also 4 ist ein bisschen zu viel, dann drücke ich das jetzt mal hier drauf und sage okay, das möchte ich nicht, dann kann ich da einfach das entfernen. Drücke einfach mal entfernen mit der Maus. Jetzt drücke ich erstmal STGA, wie immer, wenn man was macht beim Computer, um alles zu markieren. Und jetzt möchte ich das Ganze anordnen. Dann gehe ich wieder auf Bearbeiten, Modell zentrieren, engagieren und arrangieren. Mal sehen, ob er das hinkriegt. Ja, das kriegt er nicht ganz hin. Aber wie man jetzt 3 Stück hinbekommt, auf so einem kleinen Drucker, zeige ich euch. Erstmal ist es so, dass man sich den hier oben mal vornimmt. Und sagt, man möchte den ganz gerne einmal gedreht haben. Drehung um die eigene Achse, ne, ist ja Z, sagen wir mal 90 Grad. So. Dann klicke ich diese beiden an. Ja, machen wir es mal einzeln. Dann schiebe den schon mal. Ja. Jetzt nicht. Oder wir gehen jetzt erstmal hier runter und gucken mal. Alles auswählen. Dann sagen jetzt nochmal. Arrangieren. Und so geht es natürlich auch. Brauche ich nichts von der Hand machen. Geht natürlich auch so. Das gleiche wieder. Ich habe ja schon alles vorher eingestellt. Wir gehen natürlich wieder davon aus, dass ihr halt euren Drucker schön gelevelt habt, dass er wirklich gerade ausgerichtet ist, damit euch an den Ecken das Ganze nicht hochgeht. So, sagen wir auf Druck vorbereiten. Und ihr könnt wieder auf Play drücken. Hier seht ihr, er braucht dann halt bei 3 Stück 2 Stunden 16, da kann man ein bisschen was drauf rechnen. Die Rohfadenlänge sind ungefähr bei 6 Metern. Ja, also so viel ist er nun auch nicht und das müsste er eigentlich hinbekommen. So.
Habe ich vergessen. Passiert eben mal. Wie bekomme ich die Datei jetzt auf den USB-Stick? Und dann haben wir hier Datei speichern. Gut, wir haben es schon mal probiert. Darum ist das auf dem USB-Stick schon drauf. Will er sich jetzt beschweren? Ja, er wird den G-Code gleich ersetzen. So, jetzt könnt ihr euren USB-Stick nachher abziehen vom Computer und zum Drucker rüberbringen. Und dann könnt ihr das Ganze schön drucken. Ich hoffe, dass das Video euch halt gefallen hat und dass ihr das auch umsetzen könnt. Und es gibt ja schließlich halt auch die ältere Dame vielleicht im Haus, die etwas schlechter sehen kann, die sich über eine solche Karte halt freuen kann. Es muss ja vielleicht nicht gleich in einem Material sein, was antibakteriell ist. Vielleicht habt ihr auch ein Material, was eben zielelastisch ist, was ihr nehmen könnt. Wie gesagt, das Wichtigste ist erstmal anfangen. Die Ideen kommen später. Und wie immer, wenn ihr das umsetzt, nicht vergessen rausgehen. Das mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt Fahrrad fahren. Heute macht's gut und bis demnächst. Tschüss.